Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Suikoden-Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Weebly Games for You. Und wir müssen Matiu finden. Denn das war der letzte Auftrag, den uns Odessa im Überlebenskampf geben konnte. Den werden wir natürlich erfüllen. Jetzt müssen wir uns das Ganze nur mal genauer angucken, wo Matiu denn ist. Ich gehe davon aus, dass wir eher Richtung Süden gehen, weil wir sind nach Nordosten gegangen. Wir waren im Norden, wir waren im Nordwesten jetzt in der letzten Folge. Einzige, was jetzt übrig bleibt, ist der Süden. Deswegen werden wir auch genau dorthin gehen, nicht genord. Macht ja keinen Sinn. Jetzt machen wir vorher aber Folgendes. Wir stayen hier erst nochmal, damit wir ausgeschlafen sind und marschieren los. Und warum machen wir das? Weil wir nämlich nach Süden wollen, für die, die im Moment nicht aufgepasst haben. Egal. So, Spaß beiseite. Weiter geht's. Nach Süden. Und nicht nach drüben. So, eine einzelne Ameise will hier einen auf die Hose machen. Kann sie natürlich nicht, weil wir da einfach eine über die Mütze ziehen. Zack, weg ist sie. Gut so. Zacka, 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 zacka. Perfekt. Na komm schon, Kollege. Schneller, schneller. Okay. Drei Wattebäuchchen, die uns hier verhauen wollen. Kriegen sie auch nicht hin. Gibt's auch auf die Mütze. Ist hier Schicht im Schacht. Alles klar, haben wir geregelt. Sind hier quasi die Fauna-Beseitiger schlechthin. Okay. Ah, das sieht mir doch nach diesem komischen Festungsdingens aus. Dann schauen wir mal. Quaba, das hört schon gut an. Die Festung von Quaba, das ist Commander. Also der Commander hier ist Lord Ein. Guide, ein alter Freund von Master Theo. Er kennt uns nicht, aber er kennt sicher dein Gesicht. Können wir damit durchkommen? Lasst uns unser Glück probieren. Kein Problem, macht euch keine Sorgen. Jetzt sucht euch aber erst einmal einen falschen Namen aus. Wir werden sonst in Schwierigkeiten sein, wenn sie uns fragen, wer wir sind. Ich bin Roy. Okay, passt ein bisschen. Dann bin ich Maria. Du siehst aber nicht aus wie eine Maria. Was hast du gesagt? Hm, ich denke, ich werde Stoltenheim Rheinbach der Dritte sein. Wie hört sich das an? Ja, Stotterpotenzial. Das sagt sie nichts mehr dazu. Er auch nicht. Junger Meister. Und was ist deiner? Können wir uns einen aussuchen? Wir können uns Masamune nennen, Pieske oder Stoltenheim Rheinbach der Vierte. Wir machen das hier. Hat auch nichts dazu zu sagen. Okay, dann lasst uns gehen. Roy, Maria und Stoltenheim, Rheinbach der Vierte. Was für ein kranker Name, ey. Gehen wir erstmal hier runter. Okay, okay. So, wie sieht's hier aus? Oh, die wollen was von uns. Hey, ihr! Ihr da! Stoltenheim, Rheinbach der Dritte sagt, ich, Sir? Ich bin nur ein armer Verkäufer mit hungrigen Kindern, die zu Hause warten. Nicht du. Der kleine Kerl da hinten. Du siehst doch aus wie dieser Flüchtige. Rektalin McDowell. Wer ich? Ain Guide. Was ist hier los? Sir, ich dachte, dieser junge Kerl hier, der sieht aus wie Rektalin McDowell, der Flüchtige. Rektalin? Du da. Zeig mir dein Gesicht. Wenn Lord Ein dich sieht. Gremio. Ich hab's langsam dicke mit dir. Immer verursachst du Probleme. Und du bist total unnütz außerdem. Jetzt denken die auch noch, du bist ein Flüchtiger. Du bist ein echter. Du verursachst halt nur Probleme. Selbst wenn du nichts machst? Wenn du, Sir, wenn sie diesen Jungen für verdächtig halten,
dann wäre ich froh, wenn ich deinen Kopf abschlagen dürfte. Genau hier und jetzt. Wartet mal eine Minute. Macht euch keine Sorgen, Sir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von mir gedacht wird, als dass ich einen Flüchtigen beherberge. Du, bereite dich auf deinen Tod vor. Nein, stopp, stopp. Wenn man darüber nachdenkt, Roche, McDowells Sohn würde nicht aussehen wie ein Bettler. Ihr könnt alle durch. Aber Sir, ich denke... Macht euch keine Sorgen. Roche, lasst ihn los. Ja, dann können wir wohl gehen. Hey, Sonny. Also, hey, Sohnemann. Pass gut auf deinen Vater auf. Wahrscheinlich weiß er Bescheid. Vergebt mir, junger Meister. Auch wenn wir in Gefahr waren, bin ich zu weit gegangen. Ich bin bereit für jede Art Bestrafung. Ihr könnt sogar meinen Kopf abschlagen. Was der immer mit seinem Kopf abschlagen hat hier. Hey, hey, Gremio, das war keine große Sache. Wichtig ist, dass wir sicher durchgekommen sind. Rektalin hat ein großes Herz. Unentschuldbar, oder ich verstehe, Gremio, und das sagen wir jetzt auch, weil er hat uns ja nur geholfen. Junger Meister, ist ja wohl glücklich. Reden wir mal mit dem Kollegen hier, was ist das für einer? Der Chandler, howdy, ich bin Chandler. Nur ein Kerl, der nichts zu tun hat. Ich reise hier von hier nach da auf der Suche nach Profit. Ich hoffe, irgendwann einmal kann ich mein eigenes Geschäft haben. Ich glaube, den können wir später rekrutieren. Aber wir sind ja eigentlich auf dem Weg... Ah, hier ist eine andere Stadt. Ist es das? Irgendwo... Saika, genau. Da müssen wir auch hin. Dann würde ich sagen, dann machen wir erstmal Folgendes. Dann erstmal die Tür... Das gibt's doch nicht. Die Tür müssen wir doch... Alter. Wollt ihr mich hier veralbern? Habe ich die Tür nicht getroffen? Jetzt speichern wir hier erstmal. Genau. Wäre aus Sicherheitsgründen einfach. Wenn wir irgendwo in eine Stadt kommen, speichern wir. Man weiß ja nie, was da passiert. Okay. So. Weg. Dann übernachten wir mal. Und da hinten mit dem Kerl, der da links stand, mit dem möchte ich mich mal unterhalten. Der sieht nämlich interessant aus. Und das scheint er auch. Antonio ist es. Mein Leben ist der Küche oder dem Kochen gewidmet, aber ich habe noch keinen Platz für mein eigenes Restaurant. Ich wünschte, es gäbe einen Ort, wo ich von Nutzen wäre. So rum. Mein Gott, ey. Wenn du erstmal auf der falschen Fährte bist, dann ziehst du es aber voll durch hier. Hab jetzt gerade mit mir selber gesprochen. Sollte ich vielleicht auch nicht machen, aber... Oh, der sieht interessant aus. Was bist du für einer? Victor? Hey, wisst ihr, wo Matteo lebt? Das ist er ja wohl. Gerade diese Stufen hoch. Wollt ihr veralbern? Oh, das ist aber nice hier, muss ich sagen. Das ist ja cool. Ratet mal. Aber erzählt's keinem. Ich habe mich dazu entschieden, Meister Matteo zu heiraten. Okay, du bist doch noch ein Kind, oder nicht? Meister Matteo? Der ist draußen für einen Spaziergang. Oh, was ist das da für einer? Ist das einer überhaupt? Tatsache. Ich mag Meister Matteo, aber er gibt uns so viele Hausaufgaben. Und so jemanden sollen wir hier das anvertrauen, was mit der Befreiungsarmee vonstatten geht? Das ist ja komisch. Von ihm veralbern? Hier, Matteo, was hast du zu sagen? Du willst uns wohl veralbern. Du bist doch Matteo. Ja, ich bin Matteo. Was kann ich denn für euch tun? Was ein Scherzgold, ey. Wir sind hier, um Odessas letzte Bitte zu ehren. Sie hat uns darum gebeten, diesen Ohrring an euch zu übergeben. Letzte Bitte? Ich verstehe, also ist sie tot.
Sie war eine sehr nette junge Dame, aber sie ist darin verwickelt worden. Wie was? Darin verwickelt? Ich mag nicht, wie ihr das betont. Was ist damit falsch, was Odessa getan hatte? Sie war ein Narr. Genau. Ich wusste, dass es so kommen würde. Ich kann diesen Ohrring nicht akzeptieren. Bitte verlasst diesen Ort. Das ist ja heftig hier. Was hat der Ohrring zu bedeuten? Zurück. Das ist so, ach, das wird wahrscheinlich ein Zeichen dafür sein, dass jemand Anführer ist von dem ganzen Spaß. Rennen wir mal hinterher. Ich habe nichts mit Odessa zu tun. Bitte geht. Ja, und was sollen wir jetzt hier machen? Das ist ja komisch. Der kann uns doch nicht einfach so abweisen. Was soll das? Wer ist dieser Kerl? Der macht mich krank. Mich auch. Aber warum hat Odessa uns gefragt, ihn zu treffen? Oh, 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 oh. Hey, geht aus dem Weg. Das sind doch die Königlichen. Was machen die denn schon wieder da? Diese königlichen Soldaten, die sind direkt zu Matthäus Haus gegangen. Ich frag mich, was da los ist. Ja, gehen wir doch mal gucken, ne? Wofür haben wir Beine und Augen im Kopf? Ach du Schande. Was machen die da? Was macht ihr hier? Was plant ihr mit den Kindern? Das frage ich mich aber auch hier. Matthäus Silverberg. Ihr seid hier mit, wieder im aktiven Dienst für die imperiale Armee. Es gibt keinen Grund, warum ein guter Doktor wie Sie seine Zeit und Talent in diesem kleinen, abgehalfterten Dorf verbringen sollte oder verschwenden sollte. Warum? Sie sind doch ein Held der Schlacht von Kalecka. Nein, ich lehne ab. Ich habe genug vom Krieg. Heutzutage bin ich nichts mehr als ein Schatten meiner selbst. Wir wurden damit beauftragt von Lord Kasim Hasil, euch auch mit Gewalt mitzunehmen, wenn es nötig sein sollte. Ich habe keine Intention dazu, zurückzukehren. Also ich habe nicht vor, zurückzukommen zum imperialen Dienst. Wirklich? Ja, wenn ihr stur sein wollt, dann können wir nicht versprechen, was mit diesem Kind passieren wird. Naja, vielleicht werden wir ihn in die Banarminen schicken. Das ist ganz schön harte Arbeit da. Wer weiß, ob das Kind überhaupt überlebt. Nein, nein, helfen Sie mir, Doktor, helfen Sie mir. Lasst ihn los, sofort. Da müssen wir einschreiten. Sieht nach Ärger aus. Was sollten wir tun, junger Meister? Natürlich helfen oder sehen, was passiert. Wir helfen denen. Wir sind Helden. Super, lasst es uns tun. Oh Mann, schon wieder Ärger. Das ist schon nicht einfach, euch zu dienen, junger Meister. Jetzt komm schon, Cleo. Ich weiß, dass es dir Spaß machen wird. Junger Meister, lasst uns anfangen. Dann mal los, ne? Wartet mal eine Minute. Wir übernehmen diesen Kampf. Wer seid ihr? Überlebende der Rebellenarmee oder einfach nur ein paar nette Leute, die vorbeirennen? Wir sind Überlebende der Rebellenarmee. Wer auch immer sie sind, fangt sie! Na, die kriegen wir doch locker umgenockt. Einfach drauf da, würde ich sagen. Kapau, Mann, genau. Katsching, katsching. Sogar ausgewichen. Besser geht's ja wohl kaum. AP-mäßig sieht's auch gut aus. Oha, ausgewichen. Was soll das denn? Okay, der hat einen auf die Mütze bekommen, der auch. Damit sind sie Geschichte, die alten Kinderumbringer wollen. Wie auch immer. Entführer, sagen wir Entführer. Oh, alle sind weg. Oh mein Gott.
dieses ganze Töten vor den Kindern. Ja, also bitte, was soll, sollen wir die Kinder in die Minen schicken? Da können sie auch damit erstmal durchkommen, hier sozusagen. Dann würde ich aber sagen, wir gehen zurück. Ich habe nicht gerade gesehen, wir sind bei der Viertelstunde. Das klärende Gespräch mit Matteo gehen wir in der nächsten Folge an. Weil ich schätze nämlich so, wie ich mich kenne, brauche ich hier mindestens eine Minute, um reinzukommen. Nein, wir haben es geschafft. Timing ist alles. Genau. So, dann würde ich sagen, dann stayen wir auch nochmal kurz hier. Dann haben wir uns nämlich voll geheilt und dann außerdem natürlich auch noch speichern. Ja, dann war's das aber auch mit der Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.